Die haben doch angegriffen, Sackgesichte. Jetzt da einfliegen. Aha, jetzt geht's. Gibt's auf den Sack. Oho, okay. Das schauen wir uns mal an, oder? Wieso denn unentschieden? Wir haben ein Schiff verloren und die haben 7 verloren. Also wenn das ein Unentschieden war, dann... Können wir aber zusammenlegen. Gut.
direkt wieder angreife, oder? Ich mach mal platt! Gott. Wir haben aufgeribbelt. So, wie sieht das jetzt aus? Kann man die jetzt wegbomben? Kann man Exterminatus durchführen? Aha! Ich habe keine Bodentruppen. Und ich kann nichts bombardieren. Na toll. Das sind alles nicht so die Burner-Planete, gell? Wir ziehen die Flotte mal zurück. Andererseits, wir wollten ja eigentlich eine Mikro. Das ist die große Frage. Wäre es ja vielleicht am schlauesten, einfach quasi, nachdem jetzt sie bestraft haben für die Vernichtung von den zwei Kolonieschiffen, durchzubrechen. Ah ja, klar. Wieder ein leerer Mond.
kann ich denn Bodentruppenschiffe oder sowas bauen? Ah, warte mal, das geht wahrscheinlich nur mit einem Transporter oder was? Nee. Haben wir vielleicht noch gar nicht die Technologie? Könnte interessant werden. Ah, das sind nur Scouts, hervorragend, die hauen wir weg. Ist mir jetzt völlig egal, dass das mal Aufklärer sind. Völlig irrelevant. Ich will das sehen, wie man sie platt macht. Wenn unsere Flotte aus dem Raum kommt und das Feuer eröffnet. Überlegene Feuerkraft. Ich glaube, das sind ja die Trümmer in der im Orbit verglüht. Das ist unser System. Jetzt haben wir hier einen Stützpunkt.
Sehr schön. Weil jetzt können wir unsere Flotte reparieren. Kann man nicht direkt weiterfliegen und den weiter auf die Mütze hauen, oder? Oder wir warten ganz kurz, bis die nächste, bis das nächste Geschwader ran ist. Aber das könnte ein bisschen dauern. Wir könnten ihnen ja Frieden anbieten. Wir müssen mal rausfinden, wie wir Truppentransporte. Da! Ja, das Erforschen wird zuerst noch fertig. Wir könnten ja ein Friedensangebot, wir wollen was haben. Wobei andererseits, ich halt nichts von sowas. Ich glaube nur an die Totalunterwerfung von Alienvölkern. Ja? Dieser Xeno-Abschaum, der muss einfach lernen, wo ihr Platz ist. In einer unter der Menschheit vereinigten Galaxie. Ja. Ich liebe Warhammer. So, aber ich würde sagen, ich setze den nächsten Cut. Es ist nämlich schon wieder unheimlich spät und morgen muss ich mich beim Autofahren, glaube ich, nachher muss ich mich beim Autofahren, glaube ich, ziemlich konzentrieren. Es ist nämlich Schnee gemeldet und mir macht das persönlich nichts aus. Mich erschreckt das auch nicht, ja, wenn das Wasser gefriert, das vom Himmel fällt. Ich fahre deswegen auch nicht irgendwie großartig, weiß auch nicht, ängstlicher oder so. Aber es gibt einen Haufen Menschen, die, zu denen wir noch irgendwie nicht dran gedacht haben, die Slicks, die sie da benutzen, durch anständige Winterreifen zu ersetzen. Und dadurch ist immer ein unfassbares Chaos und Unfug auf der Straße, wenn ein bisschen Schnee fällt. Und da muss man besonders gut aufpassen. Ja. Wie der Fahrlehrer immer früher gesagt hat, immer dran denke, alle anderen Fahrer sind totale Deppen und Arschlöcher. Deshalb muss man immer aufpassen. Ja. Also das hat er nicht so wirklich gemeint im Sinne von, dass tatsächlich alle Menschen, ja, sondern er hat immer halt davon gesagt, man muss halt einfach davon ausgehen, man darf nicht davon ausgehen, dass in den anderen Autos geübte, gute Fahrer sind, die ruhig sind, die sich anständig benehmen, sich an die Regeln herhalten, sondern man muss immer vom Schlimmsten ausgehen, dass im Prinzip allen anderen Autos grenzdebile, egomanische, Vollschwachmaten sitzen und dann entsprechend einfach fahren, also vorausschauend und immer denken, die anderen können irgendeinen Scheiß bauen und dementsprechend soll man einfach aufpassen, ja, aufpassen.
kann Inhalt gewesen quasi. So, und ich gehe jetzt an eine Matratze horchen. Ich wünsche euch was. Wir sehen uns hier wieder mit der Vernichtungsfeldzug, der Unterwerfungsfeldzug von diesem minderwertigen Xeno-Alien-Volk. Wir müssen unbedingt mehr Schiffe bauen. Wir brauchen Kriegsflotte und gewaltiges Geschwader. Ich habe eigentlich total Lust, direkt in die nächsten System einzufliegen, dort wieder drauf zu hauen. So viele Kriegsschiffe können die gar nicht mehr haben, oder? Machen wir jetzt einfach mal. Ja? Gucken wir mal, haben sie da was? Haben sie gar nichts. Ich glaube, wir haben ihre Flotte geknackt. Oh, was ist das denn? Das ist ja schick. Ja, aber anscheinend haben wir tatsächlich mit dem gewaltigen Gemetzel, das wir da unter ihnen angerichtet haben, ihre Flotte ganz ordentlich geschwächt. Naja, wie gesagt, wir brauchen trotzdem noch Transportschiffe und Truppentransporter und mehr Kreuzer und dann schießen wir. Wir brauchen vor allem Bombenschiffe. Was kann man eigentlich die bombardieren? Ich halte ja persönlich erstmal mehr davon, die zu erobern. Bomben. Ja. Naja, das werden wir sehen. Ich halte ohnehin viel mehr von Eroberung und Unterwerfung als von Ausrottung. Ausrottung ist... wer soll denn die ganzen niederen Arbeiten erledigen, wenn wir die alle auslöschen? Ja, man kann sie ja unterwerfen, da können die von uns arbeiten. Die finden ihren Platz in unserem Imperium. Ja? Für jeden Xeno ist Platz im Imperium, wenn er versteht, wo sein Platz ist. Gut. Diesen weisen Worten. Ich wünsche euch was. Bis bald. Tschüss.